Weihnachtsderby in der Saturn Arena. Die Straubing Tigers zu Gast beim ERC Ingolstadt. Der Dritte beim Siebten, der die letzten drei Duelle für sich entscheiden konnte. Aber Straubing ohne Marcel Müller, der kurzfristig passen musste. Dazu Hunter Miska nicht mit dabei. Für ihn hütete Florian Bugel den Kasten. Und der war früh gefordert. Frühes Powerplay für Ingolstadt mit Hüttl. Mit Bertrand, Scheibe geht vorbei, wird dann aber erst richtig gefährlich. Pieta, aber Florian Bugel früh in dieser Begegnung auf Betriebstemperatur rettet für seine Vorderleute. Und auch im Anschluss Ingolstadt das bessere Team, vor allem sehr zweikampfstark bei diesen engen Duellen an der Bande. Da kommt der Schuss von oben, Henrik Hess, Hüttl, Tor! Die achte Spielminute und Leon Hüttl mit seinem fünften Saisontreffer. Der Schuss hier mitgenommen. Sehenswert von Henrik Hess. Der kommt zu Fall im Duell gegen Marcel Brandt. Brandt, der einzige Straubinger, der vor dem eigenen Tor steht. Und Leon Hüttl ohne Gegnerdruck hat keine Mühe einzuschieben zur Führung. Auch in der Folgezeit Ingolstadt, das dominante Team mit Mirko Höflin. Erster Versuch bleibt noch hängen und da bekommt er noch einen zweiten. Und was für einen, hat da freie Bahn, aber verzieht dann knapp diese Möglichkeit. Das hätte es sein können, das 2:0. Straubing erstaunlich harmlos in den ersten 20 Minuten. Die Mannschaft von Tom Pokel mit nur einem einzigen Torschuss. Das wurde besser im zweiten Drittel. Kabinenansprache hatte offenbar Wirkung gezeigt und die Tigers kamen auch immer mal wieder in ihren Vorcheck. Hier mit Connolly, der legt auf für Tyler Sheehy. Michael Garzeig das erste Mal so richtig gefordert in dieser Partie. Zuletzt in Düsseldorf ja mit seinem dritten Saisonschalot. Aber immer wieder Straubing mit Strafzeiten und Straubing deswegen in Unterzahl. Auch in dieser Situation. Hier Daniel Pieta, der nimmt Maß und dann trifft er die Querlatte. Sehenswerter Schuss vom Routinier. Bugel hätte den vermutlich nicht gehalten, weil ihm die Sicht versperrt war durch Patrick Wirtha. Aber die Latte rettet für den geschlagenen Schlussmann. Und dann Straubing immer mal wieder, wenn sie ins Tempo kamen, gefährlich. Und zwar doppelt. Hier JC Lippon, Hattrick gegen die Schwenninger Wild Wings. Und dann versuchen sie es gleich zu zweit mit Scott und mit Fonstad, der hatte noch die größte Möglichkeit hier, den Ausgleich zu erzielen. Dann Bradley, direkt zuvor von der Strafbank gekommen mit dem Abschluss, 40. Minute. Die letzten Sekunden waren bereits am Laufen, aber Michael Garteig erhielt auch nach zwei Dritteln weiter die Null. Es war ein Lauf, ein kampfintensives Spiel mit wenigen Highlights insgesamt. Beide Teams sehr, sehr diszipliniert in der Defensive. Wir sind in der 47. und dann klingelt es plötzlich. Und dann jubelt Straubing und dann jubelt Josh Samansky, der sich diesen Treffer selbst vorbereitet hat. Der erste Schuss und den Rebound versenkte er, aber dann wird sich dieser Treffer nochmal angesehen. Auf Video, die beiden Referees zum Videobeweis. Der Treffer wurde nicht gegeben. Torhüterbehinderung wurde angezeigt und deswegen blieb es beim 1:0. Und fast das zweite dann auch nochmal in der Schlussphase. 57. Stachowiak mit viel Energie auch noch in der Schlussphase. Und Bertrand scheitert erneut am herausragenden Schlussmann. Der Niedermeier, die Schlussphase, die letzten Sekunden. Straubing setzte alles auf eine Karte. Lippon nochmal mit der Möglichkeit. Aber Garteig vermasselt auch diese Chance. Und es blieb am Ende beim knappen 1:0 für den ERC Ingolstadt in diesem Derby. I think, I had one shot in the first period. So I think we did such a good job. Kind of like I said before the game. And make my life easy. And yeah, awesome to play behind these guys and yeah, it's awesome. Ich glaube, mit der Intensität, wie wir heute reingegangen sind und wie Ingolstadt reingegangen ist, das kann man bei uns jetzt jedes Spiel erwarten. Ich meine, jeder kämpft um die drei Punkte am Ende vom Tag und jeder versucht da, sich hochzumogeln in der Tabelle und genau so müssen wir halt auch wieder reingehen und ich hoffe, dass das halt für uns nächstes Spiel dann so ausgeht wie heute für Ingolstadt glücklich. Ja, und sie müssen so ein bisschen Ladehemmung loskriegen, die Straubinger. Drei Auswärtsspiele in Serie, jetzt ohne eigenes Tor. Michael Garteig, Back-to-Back-Shutout. Der vierte bereits in dieser Saison. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.